Genauso, wenn Sie Erdbeeren kaufen oder sowas, ja, sagen Sie ein Kilo Erdbeeren und da zählen Sie jetzt ja nicht die 35 Erdbeeren ab, die Sie da genau haben wollen, sondern Sie sagen, ich will ein Kilo von diesen Erdbeeren, Gattungsschulden. So. Bei Gattungsschulden kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass derjenige, der zusichert, ich beschaffe dir etwas aus dieser Gattung, dass der es auch auf sich nimmt, zu sagen, ich kümmere mich darum, dass ich das herhole, ich übernehme das Beschaffungsrisiko. Ich sorge schon dafür, dass ich mich auf dem Markt mit dieser Gattung eindecke. Darum können Sie grundsätzlich davon ausgehen, bei Gattungsschulden übernimmt der Schuldner nicht nur den Verkauf, sondern auch die Beschaffung. Er trägt also das Beschaffungsrisiko. Und in den zugegebenermaßen seltenen Situationen, dass etwas nicht mehr beschaffbar ist, und in der Situation, dass dem Käufer dadurch ein Schaden entsteht, angenommen, soll eine Gattung beschafft werden, Sie wollen es weiterverkaufen, Sie kriegen das Ding nicht, weil es nicht mehr beschaffbar ist und Sie können dadurch Ihr Weitergeschäft, den entgangenen Gewinn, können Sie nicht realisieren. Haben Sie einen Schaden, dass es nicht geklappt hat? Dann muss bei einer Gattungsschuld wegen Übernahme des Beschaffungsrisikos nach 276 Absatz 1, letzte Alternative, der Verkäufer, der Schuldner, verschuldensunabhängig für Ihre Schäden einstehen. Wir reden nur von Schadensersatz, für Ihre Schäden einstehen, weil er bei Gattungsschulden normalerweise das Beschaffungsrisiko übernommen hat. Ist was natürlich so unseren Verkehr, unser Geschäftsverkehr kennzeichnet, ja, ist für Studierende ein kleines bisschen schwierig vorzustellen, aber im Grunde ist es, da die Gattungsschulden ja eigentlich die häufigste Art von Schuld ist, ist es eine Sache, die, sagen wir mal, zu unserem täglich Brot dazugehört, dass man nämlich sagt, bei Gattungsschulden ist das verschuldensunabhängige Haftungsrisiko automatisch mit übernommen. So viel hierzu. Kleines Zwischenergebnis, nur zu Ihrer Begriffsklärung. Ich mache das hinterher nochmal, da noch ein bisschen erweitert. Studierende haben Schwierigkeiten damit, den Begriff des Vertretenmüssens klar zu definieren. Wenn ich Klausuren korrigiere, schreiben mir irgendwas dazu. Sie tun vor allem so, als sei vertreten müssen gleichbedeutend mit verschulden. Wir haben jetzt gelernt, ist es nicht. Was ist verschulden? Vorsatz und Fahrlässigkeit. Was ist vertreten müssen? Normalerweise auch verschulden, Vorsatz und Fahrlässigkeit, es sei denn, es ist im Schuldverhältnis was anderes vereinbart, AGB oder irgendwie sowas, oder aber es sei denn, ich habe eine Garantie übernommen oder ich habe ein Beschaffungsrisiko übernommen. Da merken Sie, warum wir den Begriff des Vertretenmüssens verwenden. So, ich bin immer noch im Vertretenmüssen und mache jetzt das, sagen wir mal, schwierigste Fass im Vertretenmüssen auf. Nämlich die Verantwortlichkeit für den Erfüllungsgehilfen nach 278 BGB. Die Idee, die jetzt kommt, ist folgende. Bis jetzt haben wir so getan, als müsste jeder Schuldner nur dafür einstehen, was er selber an Pflichten verletzt hat. Damit haben wir aber ignoriert, dass viele Schuldner ja selbst überhaupt gar nicht tätig werden und selbst darum auch keine Pflichten verletzen können. Wenn Sie in ein Kaufhaus gehen, ist Ihr Schuldner wer? Der Chef. Der Chef wird aber normalerweise, ja, also die Karstadt AG oder sowas, der wird aber normalerweise keine Pflichten verletzen. In vielen Fällen ist es gar keine natürliche Person, die irgendwas falsch machen kann. Und in vielen anderen Fällen ist es zwar eine natürliche Person, aber eben der Chef. Und der Chef steht nicht unten an der Kasse, sondern der sitzt oben im zweiten Stock unter dieser Neonlampe und zählt sein Geld. Und ruft ab und zu unten durch, gebt noch alles. Diejenigen, die Ihnen gegenüber, wenn Sie Kunde sind, die Pflichten verletzen, sind also nicht Ihre eigentlichen Schuldner. Auch nicht Leute, mit denen Sie im Schuldverhältnis drinstehen, sondern es sind Leute, die vom Chef angestellt sind, die dafür da sind, dass der eben dafür sorgt, dass Sie Ihre Ware kriegen und so weiter und so weiter. So. Darum ist es völlig klar und das leuchtet jedem auf den ersten Blick ein, dass wenn diese Leute Pflichten verletzen, auch der Chef ihnen gegenüber
haftbar gemacht werden muss. Denn es wäre ein Unding, wenn die Verkäuferin oder der Verkäufer an der Kasse aus Versehen, gestern habe ich es erst erlebt, ja, diese Sahne, diese kleinen Sahnebecher, wo oben diese schrecklich dünne Alufolie drauf ist, da macht man eine falsche Bewegung, zack, ja, und schon hat man die ganze Sahne über der Hose. Wundervoll. Einfach ein tolles Gefühl. Riecht auch entscheidend. Wenn also die Verkäuferin aufgrund irgendeiner Fahrlässigkeit plötzlich diese Sahnedose aufmacht vor meinen Augen oder irgendwie, keine Ahnung, mir so eine Banane übers Hemd quetscht, dass ich mich dann nur an die wenden kann, die erstens nichts verdient, mit der ich zweitens keinen Vertrag habe und die drittens ja nur dafür da ist, die Pflichten zu erfüllen, die eigentlich der Herr Karstadt mir gegenüber hat. Es muss also die Möglichkeit geben, dass ich für diese Schäden mich auch an meinen eigenen eigentlich Schuldner wende.